Ja, Einstieg von vorn. CSS gut und hässlich. Genau, das soll mein kurz entschlossener Vortrag hier sein. Wer ich bin, Heiko Marmorow, ich komme aus Berlin, bin Webentwickler, ja, habe mit WordPress zu tun, also bin WordPress-Developer irgendwie so angestellt. Und man findet mich unter heikomarmorow.de. Da blogge ich so im nicht mal Quartalsmodus, so immer zu Themen mit WordPress und vor allen Dingen Frontend-Entwicklung. Das ist so mein Metier, was ich den ganzen Tag mache. Ja, und ich habe für heute eine kleine Session eben vorbereitet, die sehr, sehr kurzfristig, also für mich sehr, sehr kurzfristig war. Am Montag gab es auf Twitter eine Anfrage vom Stefan Kramer, Krämer, oh. Jedenfalls, der wissen wollte, irgendwie hier, ich habe kaputtes CSS, irgendwie einen komischen Style-Sheet und kann man das irgendwie reparieren? Gibt es da irgendwie ein Tool, wie man das besser machen kann oder wie man das irgendwie reparieren kann und irgendwie einen komischen Code vernünftig machen kann? Ja klar, mache ich jeden Tag, habe ich jeden Tag auf Arbeit, habe ich ihm da so zwei Tools zugeschickt. Und seine Reaktion war, stehe im Wald, verstehe Bahnhof so ungefähr. Und dann wurde mir erstmal einmal mehr wieder klar, okay, für mich ist das, ich sag mal, nicht jetzt Pillepalle, aber für mich ist das normal. Ich habe das jeden Tag und mache das immer zu, aber vielleicht für andere nicht. Und ja, das war dann so meine Motivation, hier vielleicht das mal einzureichen. Und ja, es scheint ja doch Interessenten zu geben. Kleine Entschuldigung noch vorneweg. Wie gesagt, das war Montag oder Dienstag, mein Tag. Ich bin immer so 10, 11 Stunden in der Agentur im Büro, habe auch noch eine Familie nebenbei und auch ansonsten irgendwie keine Langeweile. Ich habe nicht geschafft, mich vorzubereiten. Ich habe heute Vormittag schnell diese und diese Folie geschrieben. Zu mehr ist es nicht gekommen. Ich denke aber, das brauchen wir nicht unbedingt. Warum? Und weil dieser Vortrag ist jetzt nicht primär für Leute, also für wen ist das eigentlich Zielgruppe? Ich gehe mal davon aus, ihr seid alle im Frontend so einigermaßen, also CSS muss man jetzt nicht erklären, ja? Also HTML, CSS, JavaScript, PHP. Ich höre keine gegenteilige Meinung, also gehe ich mal davon aus, ihr seid jetzt alle keine Anfängerinnen und Anfänger, was das betrifft. Aber ihr möchtet vielleicht gerne wissen, hey, wie kann ich meinen Workflow, wie kann ich meine letztendlich Qualität meines Codes verbessern? Und hier eben speziell auf CSS ist das Ganze zugeschnitten. CSS gut und hässlich, ja, das sind genau die zwei Teile meines Vortrags und zwar. Das erste gut, also gutes CSS heißt jetzt in dem Fall nach CSS Coding Standards. Also wir haben für WordPress auch speziell für CSS einen Coding Standard. Habe ich jetzt einfach hier nur schnell reingeworfen. Wer sich da näher informieren möchte, dort auf der Make-Seite gibt es quasi genau erklärt, wie der Code-Standard von WordPress CSS-Files auszusehen hat. Ja, also da kann man sich orientieren. Das ist gut sozusagen. Ja, und wie mache ich das gut? Also das eine ist das, was da auf der Seite steht, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß gar nicht, was da genau. Also ich habe das schon x-mal gelesen, aber ich könnte es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, okay, CSS muss jetzt, was weiß ich. Okay, alles mit Tabs, Einrückungen müssen wir haben. Brauchen wir immer ein Semikolon am Ende oder brauchen wir kein Semikolon am letzten? Das weiß ich selber aus dem Kopf gar nicht. Will ich auch gar nicht lernen oder wissen müssen. Ich will, dass es einfach funktioniert, dass das vernünftig der Code sozusagen ausgegeben wird. Und dafür gibt es, das lässt sich alles wunderbar automatisieren. Also das heißt, wenn ich Code schreibe, ich kümmere mich im Prinzip gar nicht um diese Code-Standards. Die sind mir in dem Sinne egal, weil wenn ich für was anderes schreibe, habe ich andere Standards und so weiter. Da will ich mich jetzt nicht groß irgendwie mit beschäftigen. Ich brauche aber etwas, was dann quasi im Nachgang über meinen Code geht, den analysiert und sagt, ey hier, Freundchen, pass mal auf, hier hast du vielleicht nicht standardkonform geschrieben, bitte mache auch an der letzten Regel dein Semikolon oder bitte ersetze die
Leerzeichen mit Tabulaturen und so weiter. Bitte halte dich an gewisse Standards. Und um so ein Tool sozusagen geht es mir im ersten, also um das gute CSS. Und da gibt es hier Stylint. Stylint.io ist ein Tool, Werkzeug, was mein CSS-Code analysiert und was mir eben Hinweise gibt, okay, pass auf, an der Zeile, Zeichen so und so, hast du etwas vergessen oder hast du, was weiß ich, alles groß geschrieben, aber du musst es klein schreiben, solche Regeln halt, nicht? Kann dieses Tool checken für euch, für euren Style und kann euch dann eben die Hinweise dafür geben. Das macht Stylint. Stylint ist erstmal einfach nur das Werkzeug an sich. Man kann Stylint dann so konfigurieren, dass es unter anderem eben nach diesen WordPress-CSS-Coding-Standards, dass das genau diese Regeln beachtet in eurem Code und euch genau spezifisch für die WordPress-Standards dann die entsprechenden Hinweise gibt, falls ihr etwas falsch gemacht habt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann gibt es keine Fehlermeldung, logischerweise, dann schweigt das Ding. Das ist CSS gut. Und was ist jetzt CSS hässlich gemeint? Ja, das ist nichts weiter. Also das erste Teil, Stylint, ist quasi ein Hinweisgeber, ein Verräter sozusagen, oder Spion. Es spioniert meinen Code durch und gibt mir Hinweise. Aber von seiner Seite aus oder so wie Stand der Technik zurzeit gerade ist, repariert es mir den Code noch nicht wirklich. Also es gibt nur Hinweise, es gibt jetzt, zeige ich nachher, es gibt so ein paar Ambitionen, das auch noch so auszubauen, dass es dann automatisch gleich die Fehler fixt, aber das ist noch nicht so ganz durchdrungen. Es gibt aber noch ein zweites Tool, was ich noch gerne in dem Zusammenhang vorstellen möchte, das ist dieses CSS Nano. Auch das ein Werkzeug, ein Plugin, was ich benutzen kann, um meinen Code nicht standardkonform oder nicht unbedingt standardkonform, aber dann für den Live-Server aufzubereiten. Also Stichwort ist hier vor allen Dingen Minifizierung, sprich alles, was unnütze Zeichen sind, Leerzeichen, Umbrüche und so weiter, schmeißt das Ding radikal raus, wenn ich das will. Also kann ich auch wieder alles definieren. Macht irgendwelche sinnvollen Kürzel. Also wenn ich zum Beispiel Hex-Code hier weiß habe, 6x F, FFFF, das sind 6 Zeichen und das kann man natürlich auch in 3, also in der Kurzschreibweise, FFF schreiben. Und dieses Tool checkt halt meinen Code und findet das 6F sozusagen, dann nimmt es nur 3 und so weiter und so fort. Eine ganze Latte, können wir nachher auch vielleicht nochmal kurz drüber gucken, an Regeln, was das beherzigt und das fixt dann auch gleich direkt meinen Code. Also ich muss sozusagen, ich schreibe einfach ganz normal meinen guten CSS-Code, den ich sozusagen in dem Entwicklungsstrang habe und wenn ich deploy, also wenn ich das dann ausgeben lasse, dann ist das minifiziert in einer extra minifizierten Datei mit Mapping und allen Schikanen, die ich gerne haben möchte. Und das Gute daran ist, dass es vollautomatisch ist. Also ich speichere, wenn ich schreibe, in der guten Datei sozusagen, schreibe ich meinen Code, meinen CSS-Code und wenn ich speichere, dann wird automatisch ein Workflow getriggert sozusagen, der dieses Minifizieren hier unten, dieses CSS-Nano anstößt und das läuft einmal durch und dann gibt es mir hinten die minifizierte CSS-Datei aus. Das ist jetzt so in 10 Minuten, 5 Minuten Blitz erklärt, worum es hier geht. Das ist jetzt aber nur Text und das ist jetzt alles hier nur so ein bisschen statisch. Ich habe mir gedacht, am besten zeige ich das und ich hätte auch den Vorschlag, also wer Lust hat, kann das auch gerne so ein bisschen für sich am Gerät, am Computer nachmachen. Jetzt ist hier noch die Frage, kennt sich jemand mit PHP Storm aus und weiß, wie man hier unten den Editor weiß kriegt, hell kriegt? Ja. Ich check das mal.
Wenn nicht, na gut, dann müssen wir damit leben. Das Wichtige ist eigentlich auch oben drin. Das ist Standard. Nee. Also ich habe hier GTK eingestellt. Ich kann es immer auf Intelligy, aber das wird nicht viel ändern. Nee. Okay, haben wir ein kleines Handy. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich den zoome. Hier ist kein Mac. Ja, ich mache hier gerade Steuerung Plus, aber hier ist nichts mit Steuerung Plus. Na, ihr seht schon, ich bin bestens vorbereitet. Hier irgendwo ein Zoom drinne. Oder ja, genau. Ist alles enabled. Na gut. Was ich euch zeigen möchte, ist erstmal weniger relevant im Terminal. Da kommen wir nachher und dann können wir das mal umschalten. Was ich euch zeigen möchte, ist einfach quasi, wie wir das bei uns in der Agentur oder wie ich das bei uns handle. Technische Grundlage, wie jetzt diese ganze Automatisierung und wie diese ganzen Plugins zueinander spielen, ist bei mir Node.js bzw. NPM. Das läuft alles über diesen Node Package Manager und hat nichts mit PHP Storm zu tun. Möchte ich gleich. Ihr könnt auch euer Sublime Text oder VS Code oder was auch immer für Editor habt. Das spielt damit keine Rolle, sondern was wir brauchen auf unserem Entwicklungsrechner ist Node.js und wenn wir Node.js, wenn man das installiert hat, dann ist dort inklusive sozusagen dieses NPM, dieser Node Package Manager gleich mit dabei. Und was ich dann mache, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Projekt habe, so wie hier, also ich habe jetzt hier angelegt ein Theme, ich zeige es euch mal auf der Dateiebene, sieht das dann so aus. Also hier, ich bin in diesem Theme. Ja gut, ist auch black. Aber hier kann ich es größer machen zumindest. Also ich habe jetzt einfach ein Theme, also ein WordPress-Theme. Und das Theme an sich, so wie ihr das kennt, was ihr entwickelt, liegt bei mir in diesem Build-Ordner. Also wenn ich den aufmache, das ist jetzt ein Child-Theme, okay. Deswegen nur so ein paar Dateien. Dort liegt das eigentliche Theme drin und in diesen anderen Ordnern habe ich halt irgendwelche Sachen, die ich jetzt hier zum Entwickeln für meinen Workflow brauche. Und da ist zuerst mal ganz wichtig diese Package.json-File. Das ist das, also wenn ich das Projekt beginne, init, also npm init wird initiiert, läuft einfach so ein kleiner Abfragetool durch. Ist egal, was man da reinschreibt, das braucht man nicht weiter. Aber das ergibt mir dann diese Package.json-File, also diese Konfigurationsdatei. Und die ist dann wesentlich für mich, wo ich die Konfiguration vornehme, beziehungsweise die Installation dann vornehme von diesen einzelnen Plugins. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt einmal dieses Stylint Plugin und es gibt das CSS Nano. Und kurzer Überblick, also diese Package.json hat immer denselben Aufbau. Da steht irgendwas, ein Name, eine Version, eine Description. Das sind aber alles Angaben, die wir hier. Ah. Hey, super. Danke dir. Also, diese obigen, was ich jetzt so markiert habe, das sind ja, Standard-Konfigurationswerte, die beim Init angelegt werden. Da ist für uns jetzt hier aber egal, was da drin steht und die sind einfach nur da.
Wichtiger ist dann hier drunter, gibt es Abhängigkeiten und da werden, sobald ich ein Plugin installiere, wie zum Beispiel unser besagtes Styland, das seht ihr da, schön alphabetisch, werden die dort abgelegt, dann steht Styland, dann steht hier, welche Versionsnummer das ist für uns alles egal, wir installieren das einmal und dann liegt es dort drin. Und mit diesen Package.json, also ohne dass es installiert ist, wenn ich diese Datei nehme und beim Kollegen auf dem Rechner installiere und dann sage hier init bzw. Installiere, dann werden diese ganzen Abhängigkeiten installiert, wenn sie nicht da sind, wenn sie nicht gefunden werden. Und dann hat der Kollege exakt dieselbe Umgebung, mit der er arbeiten kann, so wie ich es eben auch habe. Und dadurch, dass ich Styland habe und dadurch, dass ich jetzt die WordPress Standard CSS Konfiguration habe, das seht ihr hier unter Styland ist nochmal so ein anderes Package, so ein anderes Plugin. Das ist das offizielle von WordPress angebotene Package, wo diese Konfigurationen drin stehen, die Regeln drin stehen, wie eben WordPress-konformes CSS aussehen soll. Das steht in diesem, oder das bringt dieses Plugin hier mit sich. Und wenn ich das beides habe, dann kann ich sicherstellen, dass bei mir mein CSS-Code und der Kollege, der eben vielleicht am selben CSS-Code, am selben Theme auch mitarbeitet, dass wir beide nach demselben Standard unsere Ausgabe haben. Also das, was wir da reinschreiben sozusagen, ist nach diesem CSS-Standard gesichert. Das ist nur erstmal so das Grundsätzliche, was wir hier betreiben. Dann seht ihr noch verschiedene andere, also hier das CSS Nano, dann gibt es noch CSS Nano Preset Advanced, also das ist eine erweiterte Konfiguration oder ein Plugin, was noch ein paar Erweiterungen zum bestehenden CSS Nano mit sich bringt, zeige ich nachher noch. Und noch zwei andere, dieses OnChange, was ich hier habe, und dieses Browser Sync, brauchen wir eigentlich nicht zwangsläufig für das, was ich hier zeigen will, aber einfach um das zu vereinfachen, habe ich die immer gleich mit dabei. Wie installiert man das? Also wer, ich weiß nicht, NPM? Ahnung, okay, zwei, drei Leute. NPM, dieser Package Manager, den kann ich über ein Terminal ansteuern. Da schreibe ich einfach NPM, I wie, oder Installation und dann den Namen von dem Paket. Also wenn ich jetzt zum Beispiel CSS Nano bei mir installieren möchte, NPM, I, CSS Nano und dann läuft das Ding automatisch durch und ich habe das Plugin installiert, beziehungsweise es wird mir hier in dieser Abhängigkeitsliste mit angelegt. Dann ist es da, aber es funktioniert noch nicht, weil logischerweise, es muss ja erstmal wissen, was es tun soll. Ich muss es konfigurieren, nicht? Also erstmal muss ich es installieren. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben Styland installiert, wir haben CSS Nano installiert. Die liegen schön in unserer Abhängigkeitsliste hier drin. Und okay, und jetzt wollen wir sie benutzen. Damit wir das benutzen können, können wir unter NPM verschiedene Skripte oder Tasks laufen lassen. Und das ist das, also ein Task ist das, was wir hier unter Scripts, ich nenne es mal lieber Scripts jetzt, anlegen. Das ist wieder dasselbe Prinzip. Ich habe hier irgendeinen Namen, den habe ich jetzt vergeben. Also hier in dem Fall Styland, habe ich einfach mal praktischerweise Styland. Da könnte auch irgendwie Käsekuchen stehen, ist egal. Ich habe hier einen Task oder Skript Post CSS, On Change und so weiter und so fort, erkläre ich gleich. Erstmal das erste, den ersten Task, den ich habe, also ich möchte dieses Styland zum Laufen bekommen. So, und da muss ich hier diesen Befehl, nicht in diesem hier, was so schön grün ist, was ich jetzt gerade markiere, ausführen. Das ist auch auf der Styland-Seite sehr gut erklärt. Also ich gehe da jetzt ein bisschen im Schweinsgalopp durch. Zum einen brauche ich erstmal hier überhaupt, okay, wer bist du? Also Styland. Dann muss ich eine Quelldatei angeben. Also welche Datei soll Styland denn eigentlich checken? In dem Fall ist das jetzt dieses hier. Also ich habe einen Pfad SRC, das ist mein Source sozusagen. PCSS, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich
vielleicht habt ihr SAS oder ihr habt LESS oder irgend sowas und ich habe eben PCSS, darum heißt das so. Und dann die konkrete Datei ist in meinem Fall WCWUE, also WordCamp Würzburg und Style und die heißt einfach PCSS. Die könnte auch CSS sein, also es könnte auch die Style-CSS-Datei sein. Das ist erstmal egal, es muss nur irgendeine CSS, SCSS, LESS, was gibt es noch? Whatever Stylesheet-Datei halt sein und der korrekte Pfad dorthin. Der Pfad kann, wie in dem Fall, relativ sein, der kann absolut sein, das ist egal, das muss halt irgendwo liegen und es muss halt, der Pfad muss hier stimmen. Dann gibt es noch ein paar Optionen, also in dem Fall hier sage ich Config, das heißt, okay, ich habe eine Konfigurationsfile und guck da bitte rein, also wenn du Styland ausführst, dann guck bitte in diesen Konfigurationsfile und hier ist dann die Adresse, wo ist dieser Konfigurationsfile, den habe ich bei mir, ich habe so einen Folder npm-conf und dort gibt es diese Stylint-TRC-Datei, dort sind die ganzen Konfigurationen drin. Nein, die habe ich, zeige ich gleich, ich mache die gleich auf. Die habe ich, die muss man selber konfigurieren, aber auch da gibt es sehr gute, also wie man das macht. Im Grunde habe ich auch nur Copy und Pasted, aber man muss das schon so ein bisschen selber zusammenstellen. Also jedenfalls ist das hier die Konfigurationsdatei für mein Stylint und dann habe ich am Ende noch so eine kleine Option. Das ist das Neue, was es seit einem, weiß nicht, halben Jahr, viertelhalben Jahr gibt. Fix. Das heißt, also es gibt schon ein paar Dinge, die kann Stylint selber fixen, also selber reparieren. Eins, das zeige ich dann gleich, ist, wenn ich bei WordPress ist es so üblich, Tabulatoren und das ist auch gut so. Und wenn ich jetzt eben versehentlich halt irgendwas habe, wo nur Leerzeichen sind, dann fixt das das automatisch. Also ich muss da nicht von Hand da irgendwas schreiben, sondern das macht das Ding. Aber das ist noch sehr, das ist noch im Alpha-Stadium, es ist noch nicht so, es gibt noch nicht so viele Fixes. Das ist aber gerade in der Entwicklung und irgendwann wird sich das verbessern. Gut, dann würde ich mal gerade schwenken, so wie komme ich jetzt hier wieder aus dem Modus raus? Exit. Genau. Und wir springen mal in besagte, das können wir so lassen. Das ist jetzt diese Stylint-Datei, also diese Konfigurationsdatei für mein Stylint. So, hier oben geht's los. Auch die ist ganz easy, also wir haben hier einfach ein Array und da steht dann eben der wichtige Satz oder die wichtige Zeile hier oben drin, Extends, also wir haben eine Erweiterung zu dem normalen Stylint und da verweise ich einfach auf diese andere Plugin, auf dieses WordPress CSS Standard Konfigurations Plugin. Mehr mache ich da gar nicht. Also ich sage Extends, bitte guck jetzt hier nach die Regeln, bitte nach diesem Plugin in dem das Skript weiß dann, wo ist dieses Plugin installiert. Da kümmert sich npm, da müssen wir uns überhaupt nicht drum kümmern, wo das liegt. Das ist uns völlig egal. Wir wissen nur, wir haben es installiert und wir haben jetzt in unserer Konfigurationsdatei gesagt, okay, mach nicht nach normalen Stylint, so wie du das deine Default, deine Standardwerte, sondern Extend, also guck hier in dieses andere Ding danach. Da findest du irgendwo in diesem Plugin findest du die Konfigurationsregeln, die WordPress standardkonform sind. Und theoretisch könnte ich das Ding jetzt zumachen. Also alles, was jetzt hier drunter noch kommt, diese Rules, das sind jetzt hier nochmal so, ich sag mal so, spezifische Sachen, die ich jetzt irgendwie im Laufe der Zeit, ich muss ehrlich gestehen, als ich mir gestern Abend nochmal Zeile für Zeile das vorgenommen hatte, konnte ich mich an einige Sachen gar nicht mehr erinnern, warum ich die da eigentlich reingenommen habe. Historisch gewachsen. Vielleicht sollte ich es einfach mal cutten und die Rules, also theoretisch könnte ich die Rules rauslassen und könnte nur mit diesem Extend, also nur mit der Zeile 2 oben, könnte ich jetzt schon den ganzen Stylint durchlaufen lassen und ich hätte CSS-konform. Aus bestimmten Gründen habe ich das aber nicht und wir zeigen auch nachher noch, oder ich zeige nachher auch noch, warum nicht. Weil Stylint ist jetzt nicht so ganz
Das hört sich jetzt vielleicht hier, das Marketing hat jetzt gut bis hierhin gut gearbeitet, hört sich alles so easy und einfach an und da haben wir so ein Word von WordPress selber, so eine Konfigurationsregeln und die schiebe ich hier einmal rein und dann ist alles gut. Ganz so gut ist es dann doch nicht. Also man muss schon so ein bisschen nachbessern und eine Sache können wir uns gleich nochmal angucken. So, jetzt musste ich hier noch wieder rauskommen. Exit. Ich versuche jetzt mal. Vielleicht schaffe ich es ja doch. Ach, hier haben wir noch was. Hey. So, vielleicht. Nee. Das wäre zu schön gewesen. Ey, du bist ja, du bist Gott. So, jetzt sind wir im Theme, genau. Und jetzt haben wir das auch richtig. Kurze Besonderheit, das ist jetzt PHP Storm spezifisch. Das ist aber, wie gesagt, im Grunde egal. PHP Storm bietet mir hier, das finde ich, es ist für den täglichen Bedarf, täglichen Gebrauch sehr schön, hier einen Folder an, wo alle meine, könnt ihr das sehen? Da, bis hier, also da sind alle meine Tasks, also alles diese Skripte, die ich hier in der Package.json, oh Mann, also die ich hier angelegt habe. Hier, diese Liste, also die Namen hier von diese Namen, die finde ich hier jetzt einfach nochmal aufgelistet. Und das macht es mir sehr einfach, das Ding dann einfach zu nehmen, zu sagen, okay, hier, ich habe mein Styleint, jetzt lass einfach mal Styleint laufen. Und ihr seht hier unten so ein Run, da drücke ich drauf. Ich kann auch npm run Styleint machen im Terminal. Ja, vielleicht mache ich das mal. Dann mache ich das richtig von Hand. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht. Style. Jetzt habe ich den angeschoben. Und was macht das Ding jetzt? Naja, es guckt halt in dieser. Ihr könnt es nicht lesen, oder? Also durch diesen Terminal-Command habe ich jetzt einfach nur gesagt, okay, starte mal diesen Styleint-Skript, diesen Styleint-Task. Und den habe ich jetzt hier quasi angestoßen, npm run Styleint, also dieses Ding hier oben. Und was macht er? Er läuft, also er lädt Styleint-Plugin, guckt halt in dieser Datei, in dieser WCW-Style-PCSS-Datei nach. Checkt die anhand dieser Konfiguration, die wir in diesem Styleint vorher angelegt haben. Und gegebenenfalls macht er noch einen Fix. So. Und jetzt hier habe ich das von Hand gestartet. Jetzt kommen hier irgendwelche Meldungen, dass es eben gelaufen ist und dass es angestoßen hat. Und das eigentlich Interessante ist hier, dieser Bereich. Ich versuche das nochmal zu markieren. Vielleicht kann ich das ein bisschen. Ach so, warte mal, wir haben doch. So andersrum. Nee, hier brauche ich nicht rein. Das müsste doch auch gehen. So. npm. Styleint. Ja, ich vergesse immer. Ach nee, run. So, also jetzt nochmal, jetzt könnt ihr es sehen. Jetzt starte ich den nochmal, jetzt sagt er hier, alles klar, geht durch. Und hier ist die Ausgabe, was dieses Styleint macht, letztendlich nichts weiter als das hier. Gibt es mir. Komme ich gleich drauf.
hier gibt er mir jetzt aus, okay, hier, ich habe deine Source, PCSS, WCVue, Styled PCSS, irgendwie hier sind die Ergebnisse, also die habe ich gecheckt. Und da gibt es irgendwie auf Zeile 6 an Zeichen, an Stelle 20, gibt es, also hier, das ist ein Warning, oder ein Error ist das eigentlich sogar. Und hier gibt es irgendwie ein unerwartetes Unit PX, also irgendwie hat er da einen Wert PX irgendwie und mit dem kann er nichts anfangen. Und jetzt kommen wir, warum ich diese komische Stylelint-Datei, warum ich diese Rules da habe, weil aus irgendwelchen Gründen hat er ein Problem mit Pixel, also mit dem Wert, mit der Pixelangabe. Und da stelle ich fest, naja, Moment mal, das ist doch aber gar kein Fehler, das habe ich doch, wie soll ich denn ohne Pixel, 200 Pixel oder irgendwas einen Wert angeben, das gehört doch damit rein. Also kann ich jetzt an der Stelle zum Beispiel dieses Stylelint um diese Rule erweitern, mache hier bitte Unit Whitelist, ich gehe nochmal zurück, Präsentationsmodus. Und da haben wir hier unten so eine Whitelist, die habe ich mal aus Gründen angelegt. Und da sehen wir, steht EM drin, steht REM drin, sind Prozente drin und ein S, mit dem ich auch nichts mehr anfangen kann. Und wenn ich das jetzt erweitern möchte, schreibe ich jetzt hier Pixel rein, mache hier die Klammer. Ich könnte auch die Whitelist rausnehmen, das wäre jetzt, ich will jetzt nur mal zeigen, dass es hier auch andersrum funktioniert. Habe jetzt meine Whitelist erweitert, also um Werte, die ich unterstützen möchte. Es kann ja sein, dass ich, 10 Minuten noch, dass ich einen Style, dass ich eine Vorgabe habe, okay, mache alles nur relativ, zum Beispiel, benutze nur relative Angaben. Und dann haben Pixel da natürlich nichts drin zu suchen in meinen CSS, dann muss ich eben mit Prozenten oder was auch immer, mit REM, M, da arbeiten. So, aber jetzt möchte ich das nicht haben, ich fixe das hier, ich habe jetzt dieses PX reingemacht und wenn ich jetzt nochmal, nee, das war das Falsche, und das jetzt hier nochmal durchlaufen lasse, sollte ich erwarten, dass es jetzt auch nicht mehr da drin steht. So, jetzt lasse ich es durchlaufen. Und wie ihr seht, jetzt gibt es nicht mal mehr eine Fehlermeldung, gar nichts. Also, wenn er nicht meckert, dann ist alles gut. Jetzt war mein Code vernünftig. Ach so, noch was hier so steht, dieses andere, dieser ganze Rattenschwanz hier, das ist NPM-typisch. Also, der gibt hier diese Fehler, oder was ist Fehler, diese Meldung 2 aus, dass er eben einen Fehler hatte, das ist das hier oben und dieser ganze Quatsch hier, ey, ich war es nicht gewesen, vielleicht bist du das irgendwie, bla bla. Das kann man auch abschalten, wenn das nervt, also es gibt da so ein Exit 0, Exit 0, dann ist das weg, aber das braucht man dann schon, wenn man so etwas anlegt oder entwickelt, dann braucht man so eine Übersicht. Also das ist okay, das ist gewollt sozusagen, ne? Jetzt können wir uns noch mal kurz den Code angucken. Moment, Exit. So, und was ich jetzt gemacht habe, völlig unspektakulär, ist, hallo? Ja, dieses bisschen hier. Ja? Also hier haben wir einen Paragraph irgendwie definiert mit einer Hintergrundfarbe. Und dann gibt es hier noch mal so ein Media Query. Und da seht ihr 500 Pixel. Das hat das Ding vorhin nicht gefressen. Da hat er gesagt, nee, Pixel mag ich nicht oder darf ich nicht, darfst du nicht. Fehler, Fehler, Fehler. Und jetzt haben wir gesagt, doch, Pixel sind erlaubt und jetzt hat er da nicht mehr rumgemeckert. Ach so, ich hatte es vorbereitet, das habe ich jetzt vergessen. Das können wir gleich nochmal zeigen. Das ist so umständlich. Also, dass der Fix auch funktioniert, das habe ich, ups, jetzt macht er das automatisch. So, also, nochmal groß. Genau, ich habe jetzt hier auf Zeile 9, habe ich einfach mal diese Klammer eingerückt. Ja? Also die ist jetzt nicht richtig raus oder ich mache sie mal 1, 2, 3, 4, so, jetzt sieht es wieder gut aus, aber mit Leerzeichen. Ihr wisst, Leerzeichen darf nicht sein. Gute Entwicklerinnen und Entwickler nehmen natürlich Tabulatoren zum Einrücken, zumindest nach WordPress-Standard. So, und hier habe ich jetzt diese Einrückung gemacht und
wenn ich jetzt noch mal, nee, weg hier. Wenn ich den jetzt noch mal durchlaufen lasse, müsste er eigentlich meckern. Oder auch nicht, er hat es gleich gefixt, hoffe ich mal. Und jetzt haben wir hier, seht ihr, jetzt ist das hier ein Tabulator. Also der hat aus den Leerzeichen automatisch einen Tabulator gemacht. Hat nicht weiter sozusagen, hat sich da gar nicht weiter darum gekümmert um mich, sondern hat das automatisch im Hintergrund repariert. Das macht Styland, aber was wir jetzt gesehen haben, ist eigentlich, also das eigentliche Styland ist weniger dieses automatische Fixen. Das kommt jetzt so langsam und dauert sicherlich noch eine Weile, bis das vernünftig entwickelt ist und ist halt im Alpha-Stadium, also sollte man jetzt noch nicht unbedingt auf jedem System machen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wertvoller Hinweisgeber, wenn ich neuen Code übernehme, also bestehenden Code übernehme von Kunden zum Beispiel, soll das Theme erweitern oder irgend sowas und gucke dann da in das CSS erstmal rein, dann lasse ich genau diesen Styland, diesen Checker sozusagen mal durchlaufen und dann kriege ich ganz viele, unter Umständen ganz viele Hinweise, wo da was nicht nach standardkonform CSS gemacht wurde. Soweit zum guten Style. Jetzt noch in den letzten 5 Minuten wahrscheinlich, genau, machen wir es noch ugly, was eigentlich viel schöner ist, also was eigentlich viel besser ist, mir immer gefällt. Und ihr seht jetzt hier, rechts ist das Ergebnis sozusagen, wieder am falschen. Ah ja, das kann man so nebeneinander sehen. Und hier seht ihr eben, ist derselbe Style, also links ist halt mein Original, mein Source und hier ist mein Bild, also das, was ich dann als minifizierte Datei rausgebe. Und da hat er jetzt automatisch erstmal die ganzen Zeilenumbrüche rausgeschmissen, hat sich gekümmert, okay, gibt es hier, achso, gekürzt, Moment. Also wenn ich jetzt sowas hier habe, und lasse das jetzt einmal durchlaufen, dann schneidet er mir das trotzdem so hier, also das, was ich jetzt links habe in lang, würde er mir rechts dann trotzdem wieder in kurz zurechtsäbeln. Wenn ich das möchte, kann ich noch eine Map hinten ransetzen, damit ich dann auch beim Debuggen auf dem Live-Server sehen kann, okay, das war jetzt im File in Zeile 6 irgendwie bla bla, habe ich da jetzt irgendein Media-Query drin. Das habe ich jetzt in dem Fall hier nur nicht drin, weil das ist nur ein kleiner Teil aus einem viel größeren Konfiguration oder viel größeren Workflow, den ich da benutze. Und ganz zum Schluss kommt dann erst das Mapping. Aber das ist egal. Aber das kann man mit diesem CSS Nano halt alles bewerkstelligen. Was kann CSS Nano noch? Es findet auch zum Beispiel ja, leere, wenn ich irgendwelche Sachen habe, die sich überschreiben, zum Beispiel, ich habe ersten Paragraph Background CCC, mache alles grau und 30 Zeilen später habe ich nochmal einen Paragraph Background Red, also mache alles rot, Hintergrundfarbe, dann sieht das, ah, Moment, hier oben ist grau und jetzt hier unten will er das in rot haben, dann schmeißt er oben das Grau einfach raus. Also der findet solche Überschreibungen und haut die aus diesem, also schmeißt die dann im Endstyle raus. Da steht dann wirklich nur einmal Background. Immer das, was unten ist, gewinnt, weil der beim Rendering geht es ja von oben nach unten, geht es einmal so durch und dann schaut er eben, okay, was oben ist, ist erstmal gesetzt und was als Neues kommt, dann fliegt oben raus. So, ganz simpel. Bitte? Das wird alles gemappt. Ja. Das ist also wirklich, wenn du dann den Browser aufmachst, Developer Tool, und dann guckst du hier Inspect so und so. Was hier, das ist jetzt hier alles nicht vorbereitet, aber was ich zum Beispiel auch habe, und das ist ja typisch, wenn man jetzt mit SCSS oder eben mit PCSS arbeitet, dass du verschiedene, wie heißt denn das, nicht Mixins, sondern also verschiedene, ich habe ein Haupt, zum Beispiel meine Style CSS. Und unterteile die nochmal in irgendwelche Header, CSS, Navigation, CSS, ihr wisst, ne? Und dann sagt er mir genau, okay, in der Header, CSS, auf Zeile 13, bla bla, irgendwie da hast du das und das. Das ist alles in diesem Mapping drin.
Und am Ende hast du aber nur diese eine Style CSS zum Beispiel, wenn du das so willst. So kannst du das konfigurieren. Da sind aber noch mehr Plugins dahinter, wenn ich das so betreiben möchte. Das ist nur, ich sag mal so, die Einstiegsdroge. Also das CSS Nano war für mich der Einstieg in diesen ganzen Wust an Sachen. Ich komme jetzt leider nicht mehr dazu. Ich wollte euch eigentlich noch ein paar andere Schmankerl zeigen, weshalb das eigentlich noch viel besser ist. Also zum Beispiel Browser Sync vielleicht noch ganz kurz erklärt. Hier zum Beispiel, das ist jetzt mein Code. Moment, umgestalten. Das ist jetzt die Dings. Hier habe ich das jetzt blau irgendwie gemacht. Und jetzt gehe ich hier einmal rein. Ich hoffe, der ist jetzt noch gestartet. Nee, Moment. Ich mache das jetzt mal hier. Ich habe hier so einen Watch-Task, also so einen Watch-Runner. Den lasse ich jetzt einmal durchlaufen. So, dann müsste das jetzt hier laufen. Und jetzt sage ich hier, du sollst sein red, rot. Und dann macht er das oder macht das nicht. Das ist jetzt der. Ah. Okay. Der lädt die Seite automatisch neu. Mir ist mein. Okay. Ja, aber das. Der hat, nee, der hat die, weil im Netzwerk, also der vergibt dynamisch irgendwelche IPs. Mal gucken. So, okay, ist nicht sicher, weiß ich, ist ja lokal. Confirm, check. So, und jetzt machen wir mal hier. Oder machen wir das? Sucht euch eine Farbe aus, machen wir es mal grün. So, und dann muss er. Und dann macht er solche Änderungen. Und das Coole ist, ich weiß, also wenn wir jetzt Zeit hätten, ihr hättet euch jetzt einfach diese URL, wenn ihr im selben Netzwerk hier von der Uni seid, könntet ihr euch diese URL auf eurem Handy zum Beispiel oder auf eurem Rechner laden. Und jedes Mal, wenn ich hier scrolle oder wenn sich die Farbe ändert, das analog macht das dann auf allen Geräten. Und wenn man halt responsive, also wenn man mit vielen Endgeräten gleichzeitig checken möchte, ist das also. Besser geht es gar nicht. Ja? Also man kann dann x-beliebig viele Geräte da ranhängen und ich kann einmal scrollen auf meinem Handy und dann scrollt das auf dem Desktop, das scrollt auf dem Tablet genauso. Ich kann Menüs ein- und austoggeln und so weiter und kann das genau checken. Also da geht es dann hin, wenn man es dann richtig mit diesem Taskrunner betreiben möchte. Okay, ich bin am Ende, beziehungsweise. Hab gemerkt, ja, nee, sorry, das ist alles nicht so ganz vorbereitet und ich habe gedacht, ja, das ist schnell erklärt. Aber ich hoffe trotzdem, ein bisschen einen kleinen Impuls euch vielleicht angepiekst zu haben. Bego hat noch eine Frage. Genau, wenn ich ein neues Projekt. Ja, naja, zurzeit ist es tatsächlich so Copy and Paste. Also ich nehme mir das letzte Projekt, kopiere mir ich brauche einfach bloß, ich habe so eine Liste von Plugins, die installiere ich dann und dann ist alles da, was ich so brauche. Also jetzt hier dieses Konfigurationsskript zum Beispiel, das kopiere ich einfach immer nur rüber. Und das ist für uns jetzt, was wir in der Agentur haben, wollen wir uns ein Skript schreiben, wo ich einfach nur Projektname eintippe. Ich möchte halt das und das und das Plugin oder diese und jene Feature haben, aufs Knöpfchen drücke und mir das Ding dann automatisch bis hin zu Docker alles installiert und das alles aus einem Guss ist. Soweit bin ich aber auch noch nicht. Also da, das ist so meine Baustelle halt. Aber diese Sachen hier, ja, die sind einmal angelegt, also Konfigurationsfiles, das ist halt immer WordPress-Standard. Wenn man WordPress-Entwickler ist und WordPress-Websites baut, hast du halt immer diesen WordPress-Standard und dann kopierst und pastest du das einfach immer von Projekt zu Projekt mit. Habt ihr noch Fragen? Ralf? Sagt mir gar nichts. Ja.
Ja. Warte mal, können wir das gleich mal sehen? WP? Bestimmt auf GitHub. WordPress-Theme, Boilerplate, jupp. Ah, ja. Ich sehe schon, AMP Ready und so weiter. Also, coole Sache. Also, für mich ist es so eine Dinger, die ich mir angucken werde, wo ich mir sozusagen studieren werde, okay, wie hat er es gemacht und werde das auf meinen Fall. Also, das ist so ein bisschen wie Frameworks. Die sind zwar also erstmal schnell gestartet und das ist ganz gut, aber dann musst du dann doch überall tweaken und musst so ein bisschen anpassen. Und ich glaube aber, seinen Ansatz zu verinnerlichen und dann daraus auf meine oder auf unsere Bedürfnisse in der Agentur das zurechtzuschneiden und zu machen, das ist dann so, worauf es hinauslaufen wird. Und was er hier zum Beispiel nicht hat, hier ist jetzt noch keine, oder? Noch keine IDE dabei. Also Docker oder so sehe ich jetzt hier nicht. Das ist jetzt nur das reine Theme, was er als und die ganzen Packages, die da alle geladen werden. Also es ist schon mal ein Teil, den wir auf alle Fälle brauchen. Wir haben ja noch. Also ich bin ja noch da. Ich fahre erst morgen Mittag oder so. Also ich noch. Oh, das habe ich ganz schon. Das war so mit das Erste, was ich so an Taskrunnern kennengelernt habe. Grunt, dann bin ich gewechselt zu Gulp und dann bin ich eben zu NPM gewechselt vor 4, 5 Jahren oder so. Also wenn ihr mit Grunt oder Gulp oder eben NPM arbeitet, das ist alles in Ordnung, das ist alles okay. Ich habe mich nur auf NPM eingeschossen, weil das sozusagen die Basis ist. Die anderen, die setzen, das sind nur so Wrapper-Tools, die oben drauf setzen. Die sind aber genauso in Ordnung. Aber ich kann euch jetzt keine spezifischen Grunt oder Gulp oder Brokkoli oder was auch immer Fragen beantworten. Ich weiß nur, dass es die gibt. Ich weiß, wie die funktionieren ungefähr. Aber am Ende machen sie alle dasselbe. Und warum soll ich jetzt quasi da immer noch was oben, so ein Türmchen auf ein Türmchen auf ein Türmchen aufbauen? So nehme ich die Basis NPM und selbst da bin ich gerade dabei, auf Batch, also noch eine Etage tiefer zu gehen, weil das auch noch zu. Ja, eigentlich braucht man das auch nicht. Also du musst ja immer dieses Node und diese tausend von Packages, die du da installierst, mitschleppen und das kann man auch noch mal reduzieren. Aber ich bin immer da. Gerne. Gerne.